Kult-Cowboy Lucky Luke. Mit mehr als 300 Millionen verkauften Heften ist Lucky Luke der erfolgreichste Western-Comic weltweit. Gezeichnet wird er seit fast zwei Jahrzehnten vom Franzosen Hervé Darmenton. Künstlername? Asté. Der renommierte Zeichner lebt in Südfrankreich, mitten in der Natur. Der wilde Westen ist es zwar nicht, trotzdem lässt sich Asté hier für seine Arbeit inspirieren. Zwischen Palmen, Bananen und Zitronenbäumen, dem betagten Hengst namens Obelix und dessen Freund, einem Esel. Wenn ich zeichnen muss, entspannen mich diese Momente. Wenn ich zu meinen Pferden gehe, sie füttere oder mich um meine Bäume kümmere. Das sprechende Pferd Jolly Jumper und sein Besitzer Lucky Luke sind mittlerweile alte Bekannte für Asté. Doch das war nicht immer so. Er musste sich erst daran gewöhnen, die beliebte Comicfigur zu zeichnen. Der einsame Held, der die Verbrecher jagt und den Armen und Benachteiligten hilft, wurde 1946 vom belgischen Zeichner Morris kreiert. Der bat Asté persönlich darum, sein Erbe zu übernehmen. Eine echte Herausforderung. Am Anfang habe ich darum gebeten, sechs Monate lang erstmal üben zu dürfen. Ich fand mich gar nicht gut. Ich musste erst drei Comic-Alben machen. Erst dann war ich soweit zu sagen, ich bin der Zeichner von Lucky Luke. Von 1955 an hatte Asterix-Autor René Goscinny die Texte verfasst. Seit seinem Tod 1977 wechseln die Autoren. Die letzten drei Bände stammen vom Franzosen Julien Lucien Bergeot alias Jules. Man könnte das Ganze als Produkt betrachten, um Geld zu verdienen. Dass der Verlag diese Figuren weiterleben lässt, obwohl die Autoren längst tot sind. Aber für mich muss das einen Sinn haben. Natürlich will ich, dass der Lucky Luke, den ich darstelle, seiner Tradition treu bleibt. Aber ich will auch einen Lucky Luke, der von heute ist und in seiner jetzigen Form noch nicht existiert hat. Im neuen Band Fackeln im Baumwollfeld spielt erstmals ein Schwarzer eine Hauptrolle. Sheriff Bess Reeves kommt mit Lucky Luke zur Hilfe. Die Figur hat einen authentischen Charakter als Vorbild. Das neue Album wurde jedoch nicht etwa von der Black Lives Matter-Bewegung inspiriert. Autor Jules begann mit seinen Recherchen zu diesem Thema bereits vor vier Jahren. Ich habe entdeckt, dass 25% der Cowboys schwarz waren und der Großteil hatte spanische Vorfahren. Der Cowboy, den Hollywood uns jahrzehntelang präsentiert hat, mit blauen Augen à la John Wayne, das war eine reine Erfindung. Im neuen Band geht es um die Rassenfrage in Amerika, die Sklaverei. Ein grausames und tragisches Thema, das ich trotzdem mit Leichtigkeit und Humor angehe. Und die Action darf natürlich auch nicht fehlen, denn es bleibt Lucky Luke. Heikle Themen sind zwar durchaus erlaubt, trotzdem müssen die Autoren ein paar Regeln beachten. Es gibt drei Dinge, die verboten sind. Man spricht nicht über die Sexualität von Lucky Luke. Es werden keine Toten gezeigt, selbst wenn das heute möglich wäre, auch in der Kinderliteratur, aber es passt eben nicht zu Lucky Luke. Und er raucht nicht mehr. 1983 hat er sich das Rauchen abgewöhnt. Normalerweise arbeiten Autor und Zeichner gemeinsam etwa zwei Jahre lang an einem Comic. Jules in Paris und Asté in Südfrankreich. Wann fesselt ein Comic seinen Leser? Wenn es Action gibt, aber auch ruhige Momente. Man kann nicht die ganze Zeit Texte lesen. Man braucht auch Pausen, sonst streikt der Leser irgendwann. Man muss ein gutes Gleichgewicht finden, wie im Film. Eine Pause für Lucky Luke gibt es dagegen nicht. Das neue Album ist zwar gerade erst erschienen, doch die Arbeit am 100. Band der Jubiläumsausgabe hat längst begonnen.